Heute stelle ich dir 5 Hidden Champions vor. Das sind geheime Marktführer aus einer kleinen Nische. Manche sind Weltmarktführer in total verrückten Branchen, aber kein Börsianer spricht über sie. Ich wette, mindestens 3 Aktien aus dem Video sind völlig neu für dich. Im Hintergrund siehst du übrigens die Warhammer 40.000 Figuren des britischen Unternehmens Games Workshop. Sie sind Weltmarktführer für Tabletop-Spiele. Natürlich investiere ich selbst 1.000 Euro in einen Hidden Champion. Das hier ist kein Laberkanal. Am Ende des Videos zeige ich dir mein aktuelles Portfolio. Abonniere meinen Kanal, um mich auf meine Finanzreise zu begleiten. Starten wir durch. Meine erste Aktie kommt aus Großbritannien. Es ist Rightmove. Das Unternehmen dominiert den britischen Immobilienmarkt, als gäbe es nichts Leichteres auf dieser Welt. Sie haben dort eine Monopolstellung inne. Okay, was genau macht Rightmove? Das Geschäftsmodell ist einfach erklärt. Hier siehst du ihre Website. Du kannst dort Immobilien kaufen oder verkaufen, Wohnungen mieten sowie einen Real Estate Agenten finden. Na, woran erinnert dich das? Genau, Rightmove ist das gleiche wie unsere deutsche Immobilien-Scout24. Es ist simpel und einfach ein Immobilienportal. Aber mit verdammt beeindruckenden Zahlen. Rightmove kommt auf wahnsinnige 85% Marktanteil. 8 von 10 britischen Menschen mieten oder kaufen ihre Wohnungen über dieses Portal. Die Nummer 2 kommt auf... welche Nummer 2? Die Konkurrenz kann man komplett vernachlässigen. Sie prügeln sich um die goldene Ananas. Der Immobilienkonzern hat ein Monopol. Alles andere ist Gelaber um den heißen Brei. Als Monopolist können sie ihre Preise fleißig erhöhen und ihre Marge immer weiter verbessern, auch wenn die eigenen Ausgaben gar nicht wirklich gestiegen sind. Aber hey, alles wird teurer, Inflation und so. Als Unternehmer wäre man schön blöd, wenn man das nicht für sich selbst ausnutzt. Hier siehst du die Entwicklung des ARPA. Das ist der Average Revenue per Advertiser oder auf Deutsch durchschnittlicher Umsatz pro Werbekunde. Diese Kennziffer ist extrem wichtig. Sie zeigt, wie viel Geld man aus seinen Kunden rauspressen kann. Es gibt 2 Kundengruppen. In Türkis siehst du die Agency. Das sind Immobilienmakler, die Wohnungen verkaufen oder vermieten. Um ihre Anzeige online zu stellen, zahlen sie in Rightmove eine Provision. In Gelb haben wir die New Homes Sparte. Das sind Bauträger oder Immobiliengenossenschaften, die neue Wohnobjekte bauen und Investoren suchen. Sie werben auf Rightmove für ihr neues Projekt. Im Endeffekt ist Rightmove eine Werbefirma. Sie bringen die Reichweite und lassen sich dafür fürstlich bezahlen. Wieder zurück zu ARPA. Wie du siehst, konnte dieser Wert immer weiter gesteigert werden. Man presst immer mehr aus seinen Kunden raus. Ich habe dir den relevanten Bereich rot markiert. Davor ging es stärker hoch, weil man neue Produktupgrades rausgehauen hatte. Seitdem ist aber nicht wirklich viel passiert. Die Kundschaft muss die Preiserhöhungen zähneknirschend bezahlen, weil es keine sinnvollen Alternativen gibt. Ich habe in Foren gelesen, wie sich Immobilienagenten darüber aufregen. Aber hey, was sollen sie machen? Zur Konkurrenz gehen, die 3%-Leinchen der Reichweite von Rightmove bietet? Das ist so ein bisschen eine Hassliebe wie bei Booking.com. Kunden lieben die Plattform, Hotelbetreiber hassen sie. Es gibt aber keine Alternativen, also muss man das Spielchen von Booking.com mitspielen. Hier siehst du, wie sich die Umsätze von Rightmove aufteilen. Das meiste Geld fließt von den ganzen Immobilienmaklern. Es sind über 70%. Bauträger mit neuen Projekten machen rund 20% aus. Wie vorher erklärt, werden neue Umsätze vor allem durch Preiserhöhungen generiert. Die Anzahl der neuen Kunden konnte zuletzt nur um 1% gesteigert werden. Das liegt am schwierigen Umfeld. Der Immobilienmarkt gerade ist kein leichtes Pflaster. Laut der Home Builders Federation ist England der schwierigste Ort in der entwickelten Welt, um ein Haus zu finden. Der Branchenverband vertritt die ganzen Bauträger, die für den privaten Verkauf bauen. Es fehlt in Großbritannien an Immobilien. Ähnlich wie bei uns in Deutschland wird viel zu wenig gebaut. Das ist schlecht für Rightmove, da sie an der Vielzahl an Transaktionen verdienen. Dies ist jedoch ein temporäres Problem. Die Leitzinsen werden nicht ewig so hoch bleiben. Sobald es wieder runtergeht, kommt wieder Häuslebauerlaune auf. Und in UK ist das dringend notwendig. In der EU haben sie den ältesten Immobilienbestand. Nirgendwo sonst gibt es so viele alte Häuser, die vor 1946 gebaut wurden. Da muss langfristig ordentlich nachgebaut werden. Als Monopolist wird Rightmove früher oder später davon profitieren. Kurzfristig leiden sie unter dem Brexit und dem hohen Leitzins, wobei Leiden deutlich übertrieben ist. Hier siehst du die Gewinnmarge des Unternehmens. Sie liegt bei verrückten 60%. Das ist die Magie eines Werbekonzerns. Sie stellen eine Plattform bereit, and that's it. Man könnte sogar sagen, dass sie allergisch gegenüber Beton sind. Sie besitzen keine einzige Immobilie, sondern stellen einfach nur die Reichweite zur Verfügung.
Um die Marge hochzuhalten, investieren sie in neue Trends. AI ist hierbei sehr wichtig. Rightmove stellt gezielt Experten ein, um neue Produkte zu entwickeln. Bereits jetzt setzt man zum Beispiel auf Image Detection, um Bilder von Wohnungen automatisch freizugeben. Das spart teure Mitarbeiter ein. Es gibt auch eine Dividende von 1,8%. Sie kann bei der krassen Gewinnmarge ohne Probleme bezahlt werden. Rightmove ist ein starker Hidden Champion, der eher eine Tech-Aktie als ein Immobilienkonzern ist. Kommen wir zu meiner zweiten Aktie. Es ist Rollins aus den USA. Das Unternehmen ist in einer Branche aktiv, die du aus deinen wildesten Albträumen kennst. Rollins ist der weltweite Marktführer für Schädlingsbekämpfung. Man ist dort über seine Töchter aktiv. Wie du siehst, gibt es zahlreiche Brands. Am berühmtesten ist Orkin, die 1901 gegründet wurde. Ich wurde von einem Abonnenten auf die Aktie aufmerksam gemacht. Schreibt gerne eure Aktientipps unten als Kommentar rein. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar und unsere Community profitiert von euren Aktientipps. Danke! Wer von euch ist Experte für Schmeißfliegen, Mehlmotten oder Speckkäfer? Ich hoffe doch niemand. Lernen wir deshalb zuerst die allgemeinen Fakten zur Ungezieferbranche kennen. Schädlingsbekämpfung ist ein solider Growth-Markt. Bis 2028 werden 5,7% Wachstum im Jahr erwartet. Ungeziefer interessiert sich nicht für Leitzinsen oder die US-Präsidentenwahl 2024. Es ist eine defensive, nicht zyklische Branche. Das heißt, die Leistungen von Rollins werden die ganze Zeit über benötigt. Du kannst es mit Lebensmittelaktien wie Nestle oder Müllunternehmen wie Waste Management vergleichen. Wir müssen essen, um zu überleben, und keiner möchte seinen Müll länger als notwendig im Hof stinken haben. So kommt auch dieses wunderbare Umsatzwachstum zustande. Schöner geht es kaum. Die Gewinne wachsen parallel dazu mit. Man konnte die Gewinnmarge sogar auf 14% steigern. Diese Erfolgsstory hat Rollins seine Nische zu verdanken. Man ist Marktführer und hat kaum Konkurrenten. Hier siehst du die umsatzstärksten Unternehmen aus den USA. Es gibt extrem viele Player in der Schädlingsbekämpfung. Halte dich fest. Wir sprechen von über 17.600 Unternehmen. Nicht weltweit, nein, sondern nur in den USA. Klingt viel, ist es aber nicht. Im Endeffekt gibt es nämlich nur drei nennenswerte Big Player in der Ungezieferbranche. Rollins erzielt weit über 50% höhere Umsätze als Rent-to-Kill, die Nummer 3 dieser Liste. Der Marktführer nutzt seine dominante Stellung schamlos aus. In den letzten 3 Jahren hat man über 100 kleinere Konkurrenten übernommen. Gibt er genug davon? Rein fundamental ist die Aktie allererste Sahne. Die 15 und 15 Punkte im TraderFox Qualitätscheck sind mehr als verdient. Das Unternehmen erinnert an eine Dynastie, also so wie bei den Ölbaronen. Rollins wurde 1948 als Radiosender gegründet. 1964 hat man Orkin übernommen. Die Familie hält nach wie vor 39% aller Anteile. Kürzlich hat man aber rund 10% davon verkauft. Gary Rollins ist als Chairman oder Vorstandsvorsitzender aktiv. Familiengeführte Unternehmen haben einen großartigen Vorteil und der heißt langfristige Planung. Gary ist ein Urgestein im Unternehmen. Er ist dort bereits seit 1966 tätig. Von 2001 bis 2013 war er sogar als CEO aktiv. Es wird in Generationen anstelle von Quartalen gedacht. Der Fokus liegt auf Nordamerika und da vor allem auf den USA. Hier werden 92% aller Umsätze erzielt. Man kann nun wegen der fehlenden Diversifikation rumheulen, doch das wäre idiotisch. In Nordamerika geht die Party für Schädlinge ab. Dort werden die mit Abstand höchsten Umsätze erzielt. Deshalb wird dort fleißig investiert. Gerade mal 8% der Umsätze stammen außerhalb Nordamerikas. Rollins hat also internationales Wachstumspotenzial. Das ist auch notwendig, wenn du dir einmal das KGV anschaust. Es liegt bei 40. Das ist ein ziemlich hoher Wert. Er ist zuletzt deutlich runtergekommen. Ein Schnäppchen sieht aber anders aus. Rollins bietet jedoch enorme Qualität, die man so selten findet. Deshalb ist es okay, zum aktuellen Kurs erste Position aufzubauen. Es gibt sogar eine Dividende von 1,6%. Sie wurde die letzten 5 Jahre über mehr als verdoppelt. Das defensive Geschäftsmodell sorgt für einen ruhigen Schlaf, sofern du dich nicht von den Kakerlaken in deiner Matratze stören lässt. Kommen wir zu meiner dritten Aktie. Es ist der französische Konzern Essilor Luxottica. Der Marktführer entstand 2018 aus einer Fusion zwischen, Trommelwirbel, Essilor und der italienischen Luxottica. Wow, darauf wäre wirklich niemand gekommen. Okay, was machen sie nun? Essilor ist der Marktführer für Brillengläser, Luxottica der weltgrößte Brillenhersteller. Das macht beide zusammen zum Weltmarktführer für Brillen. Der Konzern hat ein großes Markenportfolio. Am bekanntesten ist Ray-Ban.
Die Brand gehört direkt zum Unternehmen. Du siehst auch andere berühmte Namen wie Armani, Chanel, Dolce & Gabbana oder Prada auf dieser Liste hier stehen. Diese Marken gehören jedoch nicht direkt zu Essilor Luxottica. Man hat eine Lizenz für ihr Brillengeschäft erworben. Was genau heißt das? Man zahlt zum Beispiel Geld an Armani, um Brillen mit der Aufschrift Armani herstellen zu dürfen. Sie werden dann als offizielle Armani-Brillen verkauft. Weil die Marke so berühmt ist, lohnen sich die Lizenzgebühren dicke. Die holt man durch die ganzen Extraverkäufe der Fans wieder raus, als wenn man irgendwelche No-Name-Brand draufklatschen würde. Das Unternehmen teilt sich in zwei Sparten auf. Professional Solutions ist das Großhandelsgeschäft. Es umfasst Lieferungen an externe Augenoptiker. Direct-to-Consumer ist das Einzelhandelsgeschäft. Hierzu betreibt Essilor Luxottica weltweit über 17.500 Stores. In Deutschland ist man mit Apollo Optik aktiv. Die E-Commerce-Plattformen zählen auch zu dieser Sparte. Der Großteil der Umsätze wird in Nordamerika und Europa erzielt. Das asiatische Geschäft ist vergleichsweise winzig. Hier gibt es enormes Umsatzpotenzial. Die Zukunft der Luxusbranche liegt in China und Essilor Luxottica verkauft Luxusbrillen. Denk an die ganzen Lizenzmarken wie Armani, Prada und so weiter und so fort. Da muss langfristig auf alle Fälle mehr gehen. So generell klingen Brillen nach einem langweiligen Business. Man nimmt ein Gestell, eine Linse, ja, fertig ist die Brille. Ich kann jetzt so in einem schlüpfrigen Filmchen mitspielen, aber was kann ich sonst so machen? Das ist aber falsch. Das sind die neuen Ray-Ban Meta Smart Glasses. Der Spaß kostet 329 Eurönchen. Dafür kannst du Livestreams auf Facebook oder Instagram starten und vieles mehr. Du hast das Werbevideo gerade ja gesehen. Klingt spannend, nicht wahr? Die wirklich spannende News kommt aber erst jetzt. Essilor Luxottica möchte Brillen mit Hörhilfen kombinieren. Dieses Konzept ist nicht neu. Bereits in 70er und 80er Jahren gab es Versuche. Was soll ich sagen? Oh je, die Teile sehen furchtbar aus. Da höre ich lieber gar nichts, bevor ich mit sowas rumlaufe. Luxottica ist jedoch für moderne Luxusdesigns berühmt. Deshalb dürften die Brillen am Ende ungefähr so aussehen. Bisher gibt es noch keine offiziellen Produktbilder. Diese Brille hier ist eine mögliche Designidee, die auf Branchenexperten basiert. Sieht schick aus. Wo liegt das Potenzial dieser Idee? Hier siehst du die offizielle Pressemitteilung für die Hörhilfebrille. Die Technologie kommt vom israelischen Startup Nuance. Man hat es zu 100% übernommen. Die Zielgruppe sind Verbraucher mit leichtem oder moderatem Hörverlust. Das sind potenziell 1,25 Milliarden Menschen. 83% der Betroffenen tragen keine Hörhilfe. Sie schämen sich, eine zu tragen oder halten es nicht für nötig. Aber eine coole Brille anziehen, um sein Gehör zu verbessern? Warum nicht? Ich sehe Potenzial in dieser Idee, weil der Markt noch kaum bedient wird. Das alles hat aber seinen Preis. Der Marktführer hat ein KGV von 34. Das ist kein Schnäppchen. LVMH notiert zum Vergleich nur bei 22. Allerdings hat der Brillenkonzern einen starken Vorteil. LVMH hat nur Luxus zu bieten. Essilor gibt die ganze Linsentechnologie. Wer eine neue Brille braucht, braucht eine neue Brille. Punkt. Auf Moët oder Dom Pérignon kann man notfalls verzichten. Dann gibt's mal einen Tag keinen Frühstück Champagner. Essilor Luxottica hat wenig Schulden und reichlich Cash in der Hinterhand. Wir sprechen von über 1,7 Milliarden Euro. Die Aktie ist kein Schnäppchen, aber fair bewertet. Es gibt eine Dividende von 1,9%. Deshalb kann man hier gezielt Positionen aufbauen. Meine vierte Aktie ist ein starker Turnaround-Kandidat. Es ist Sonova aus der Schweiz. Das Papier wurde die letzten beiden Jahre um 40% verprügelt. Nun bietet die Aktie eine attraktive Bewertung. Was macht Sonova überhaupt? Das ist der Weltmarktführer für Hörgeräte. Wir haben hier eine starke Wachstumsbranche. Bis 2030 soll diese Nische in den USA um 5,6% im Jahr wachsen. Das Wachstum sollte sich auch danach fortsetzen. Die Branche profitiert von der immer älter werdenden Bevölkerung. Hier siehst du den deutschen Absatz von Hörgeräten. In den letzten beiden Jahrzehnten haben sich die Verkäufe verdreifacht. Tendenz weiterhin stark steigend. Wir haben eine gesunde Wachstumsbranche mit rosiger Zukunft. Die Branche hat eine Besonderheit. Der größte Teil der Umsätze erfolgt im Einzelhandel. Das liegt am Produkt. Hörgeräte sind ein stark individuelles Produkt. Das ist keine Pizza, die man sich mal eben online bestellt. Der Kunde weiß oft gar nicht, was für Hörprobleme er hat und welches Hörgerät die beste Wahl für ihn ist. Dafür braucht es persönliche Beratung. Deshalb werden die Retail-Sales auch in Zukunft hoch bleiben. Doch sie werden nach und nach abnehmen, da so Späße wie Telemedizin hinzukommen. Manche Kunden haben auch nur leichte Hörprobleme.
Sie haben keine Lust auf lange Beratung und bestellen sich online ein Einsteigegerät. Außerdem musst du an die aktuelle Hauptzielgruppe denken. Das sind vor allem ältere Menschen, die kaum digital unterwegs sind. Die Kunden der Zukunft werden aber immer digitaler. Deshalb setzt Sonova auf eine Omnichannel-Strategie. Man baut Apps, Callcenter und Website aus, um die Kunden über alle Kanäle zu erreichen. Der Fokus bleibt aber weiterhin auf dem Ladengeschäft. Dort soll das Hauptverkaufsgespräch stattfinden. Okay, so viel zur Branche allgemein. Lösen wir den Krimi, warum Sonova so heftig abgestürzt ist. Schauen wir uns hierzu die Sparten an. Die Schweizer teilen sich in drei Bereiche auf. Erstens Hearing Instruments. Das ist das Kerngeschäft mit den über den Großhandel abgesetzten Hörgeräten. Der Verkauf erfolgt zum Beispiel über Supermärkte oder Elektrohändler. Zweitens Audiological Care. Hier betreibt man selbst über 3900 Fachgeschäfte und Kliniken. Die Kunden werden dort medizinisch korrekt beraten. Drittens ist das Consumer Hearing. Das ist die zugekaufte Hörsparte von Sennheiser. Sie umfasst Kopfhörer, Soundbars und sprachoptimierte Hearables. Okay, das sind die drei Sparten. Wo genau liegt nun das Problem? Uff, wo soll ich anfangen? Beginnen wir mit dem kleinsten Übel. Das Consumer Hearing Business wurde 2021 für 200 Millionen Euro von Sennheiser übernommen. Die Geschäftsführung versprach sich Großes davon. Wundertaten blieben aber bisher aus. Es macht nur einen geringen Teil der Umsätze aus. Das könnte sich jedoch langfristig ändern. 2023 kamen die neuen Sennheiser Conversation Clear Plus auf den Markt. Sie sehen wie stinknormale In-Ears aus, sind sie aber nicht. Die Zielgruppe sind Verbraucher mit leichten Hörproblemen. Laute Situationen machen ihnen Probleme, aber sonst ist es okay. Ein dauerhaftes Hörgerät wäre einfach too much. Hier bieten sich die Sennheiser als unauffällige Lösung an. Das zweite Problem ist das Kerngeschäft. Der Umsatz hatte stagniert bzw. ist sogar leicht zurückgegangen. Das liegt am Verlust eines großen US-Kunden. Costco hat die Kooperation nicht mehr verlängert. Das führte zu spürbaren Umsatzeinbußen. Das sind jedoch alles nur temporäre Probleme. Die Bewertung ist auf ein faires Niveau zurückgekommen. Ein KGV von 21 ist in Ordnung. Das Management ist vorsichtiger geworden. Zuletzt haben sie defensive Prognosen herausgehauen. Wir befinden uns in dem Moment, wo Sonova fast nur noch positiv überraschen kann. Das Unternehmen ist profitabel und befindet sich gerade in einer Formkrise. Diese sollte nächstes Jahr ausgestanden sein. Es gibt sogar eine Dividende von 2%. Deshalb bewerte ich die Aktie als spannend für langfristige Turnaround-Investoren. Kommen wir zu meinem letzten Unternehmen. Hier habe ich 1.000 Euro investiert. Schau dir einmal diese Umsatz- und Gewinnentwicklung an. Schöner geht's kaum. Herrlich. Die Aktie wird mit 15 von 15 Punkten im TraderFox Qualitätscheck belohnt. Was für einen Chart erwartest du bei diesen Zahlen? Irgendwie sowas hier, stimmt's? Die Realität sieht aber so aus. Springen wir zu meinem Broker Freedom24. Ich sehe hier eine starke Turnaround-Kaufchance und habe deshalb zugeschlagen. Ich habe mir 8 Aktien von ResMed gegönnt. Zusammen sind es 1.150 Dollar oder 1.080 Euro. Meine Ordergebühren lagen bei 2,16 Euro. Das kann ich in Bezug auf meine Ordersumme vernachlässigen. Freedom bietet wirklich günstige Gebühren an. Darüber hinaus finde ich ihr D-Konto extrem spannend. Das Sparkonto funktioniert genauso wie ein Tagesgeldkonto. Ich kann nicht benötigtes Geld in ein paar Sekunden rüberschieben und dann wirft es tägliche Zinsen für mich ab. Brauche ich das Geld für einen Aktienkauf, kann ich es in ein paar Sekunden wieder auf mein Handelskonto zurückschieben. Das geht easy mit ein paar Mausklicks. Hier siehst du, wie ich jeden Werktag Geld fürs Nichtstun erhalte. Und hier siehst du mein ganzes Portfolio. Ich habe aktuell 4 gleichgewichtete Aktien drin. Außerdem habe ich noch ein bisschen Krimskrams im Depot. Das wären diese 3 Einzelaktien hier. Wo kommen sie her? Ich habe sie von Freedom24 geschenkt bekommen. Unten in der Beschreibung habe ich dir meinen Code verlinkt, wo es was gibt. Klick rein, um vom D-Konto und von günstigen Ordergebühren zu profitieren. Okay, schauen wir uns ResMed näher an. Sie stellen Medizinprodukte für die Schlaf- und Beatmungstherapie her. Dort sind sie weltweiter Marktführer. Die Ursprünge des Unternehmens liegen in Australien. Das Bild zeigt den ResMed AirSense. Das Gerät hilft gegen Atemstillstand weiter. Es unterstützt die natürliche Atmung. Der Preis dafür liegt bei stolzen 1.500 Dollar. Bisher war der Investment Case sehr simpel. Es gibt immer mehr Übergewichtige im Bereich der Adipositas. Alle Statistiken zeigen glasklar nach oben. Mehr Kinder und auch mehr Erwachsene sind übergewichtig.
Menschen mit starkem Übergewicht sind häufiger von Atemnot betroffen. Sie sind kurzatmig. Das Körpergewebe braucht auch mehr Sauerstoff. Was folgt daraus? Die Zielgruppe für ResMed wird immer größer. Sie sind weltweit führend in der Schlaftechnologie. Es kommen also völlig natürlich immer mehr Kunden dazu. Diese Investmentidee hat zuletzt aber einen heftigen Dämpfer erhalten. Das Problem sind die Abnehmspritzen wie Wegovy und Ozempic. Sie funktionieren genauso wie das Darmhormon GLP-1. Die Spritzen erhöhen das Sättigungsgefühl und der Patient isst automatisch weniger. Zuletzt gab es einen regelrechten TikTok-Hype um die Wunder-Abnehmwaffen. Das hat den Aktienkurs abrauschen lassen. Oh Schreck, in Zukunft gibt es weniger Übergewichtige. ResMed geht pleite. Schieben wir einmal die unnötige Panik beiseite und schauen uns die Fakten an. Der langfristige Adipositas-Trend zeigt noch immer nach oben. Nicht jeder wird wegen Übergewicht zur Spritze greifen. Außerdem haben die Medikamente potenziell starke Nebenwirkungen. Hier müssen wir abwarten, wie sich die Forschung entwickelt. Aktuell nutzen Patienten 22,5 Millionen ResMed-Geräte. Bis 2050 soll die Zahl auf 109 Millionen ansteigen. Das ist eine Schätzung von ResMed selbst und daher mit Vorsicht zu genießen. Sollten es am Ende aber nur 80 oder 90 Millionen werden, ist das noch immer ein verdammt starkes Wachstum. Ich habe dir eine Kleinigkeit verschwiegen. Der Hidden Champion verdient nicht nur an den Geräten selbst. Sie stellen auch die Software zur Verfügung. Der Schlafkonzern hat zwei Sparten und eine davon ist Software as a Service. Die Software hilft Patienten dabei, sich selbst außerhalb des Krankenhauses zu überwachen. Das ist die Geheimwaffe von ResMed. Kommen wir zum wichtigsten Punkt. Das ist hier ganz klar die Bewertung. Die Abnehmspritzen sind ein krasser Stimmungskiller an der Börse. Die Aktienprügel kann noch weitergehen. Deshalb sollte die Bewertung vernünftig sein, um das Abwärtsrisiko zu senken. Rein historisch ist die Aktie jetzt fair bewertet. Das KGV liegt bei 23. Für ein Unternehmen mit dieser fundamentalen Stärke ist es angemessen. Kein mega krasses Schnäppchen, aber auf gar keinen Fall teuer. Ich gehe davon aus, dass sich die Panik als Panik entpuppen dürfte. Deshalb habe ich jetzt eine erste spekulative Position aufgebaut. Es gibt sogar eine Dividende von 1,3%. Das ist nicht viel, aber ein nettes Bonbon. Schauen wir uns mein Aktiendepot an. Es trägt das Motto Panzer der Zukunft. Ich investiere in Unternehmen mit starkem Geschäftsmodell und starker Zukunft. Ich habe nun 4 Aktien im Depot. BioNTech, Carl Zeiss Meditec, IFF und ResMed. Es ist reiner Zufall, dass dies alles mehr oder weniger bekannte Aktien sind. Die nächsten Wochen kommen auch einige Dickfische dazu. Welchen Hidden Champion hast du im Depot? Schreib mir deine Tipps unten als Kommentar. Ich freue mich sehr über eure Vorschläge. Wenn ich die Aktie nicht kenne, kriegst du einen Shoutout im nächsten Video. Gib mir einen Daumen hoch, um dir geheimes Börsenkarma zu sichern. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei meinem nächsten 1.000 Euro Investment.